Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car-Mechanic Simulator 2015. Mein Name ist der U100 und wir machen heute direkt weiter mit den Autoreparaturen. Wir haben ja das letzte Mal hier zwei neue Aufträge angenommen. Ein neues Auto sehen wir darunter, an dem wir noch nie gearbeitet haben vorher. Ist eine sehr, sehr, sehr hässliche Farbe, finde ich. Aber die Autoform gefällt mir verdammt gut. Erinnert ein bisschen an den neuen Ford Focus oder an den Aston Martin oder irgendwie sowas. Also mit dem Kühlergrill zumindest. Die Scheinwerfer kommen mir irgendwie bekannt vor, wie von einem Mitsubishi Evo 10 oder so. Keine Ahnung, was das für eine Automarke darstellen soll. Ich weiß es nicht. Dann haben wir natürlich noch einen Rino Piccolo da stehen, an dem wir auch arbeiten werden. Und das letzte Mal haben wir auch etwas sehr, sehr Interessantes erlebt, wie ich finde. Wir haben nämlich an dem Maluch gearbeitet mit dem Zweizylindermotor. Für mich erstens sehr verwirrend gewesen, weil ich keine Ahnung habe, wie was funktioniert. Dann aber beim Auseinandernehmen und Zusammenbauen habe ich dann doch ein bisschen so die Funktionsweise gecheckt und konnte mir ein besseres Bild vom Motor machen. Und man lernt halt, indem man etwas tut. Und ich finde, über den Motor haben wir doch ein bisschen, wir haben schon ein bisschen was gesehen von dem Motor und haben den so ein bisschen kennengelernt und ich fand die Folge tatsächlich sehr interessant und wir gucken, ich kann den eigentlich auch gleich schon mal auf den rechten Heber setzen eigentlich. Das Telefon hat tatsächlich auch schon ein paar Mal geklingelt. Ich werde mal gucken, was darunter so dabei ist. Da haben wir nochmal einen Royal Crown, den haben wir gerade auf den rechten Heber gesetzt. Bremsprobleme, oh, so ein Auto hatten wir ja noch nicht da. Beziehungsweise mit diesem Auftrag. Finde und repariere alle Probleme mit dem Fahrwerk. Die Lenkung fühlt sich zu locker an. Ja, ein Maluch, den könnten wir später dann vielleicht nochmal annehmen. Ich bleibe jetzt erstmal bei zwei Autos da. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt mal an den Royal Crown zu schaffen. Denn ich bin gespannt, wie der so aufgebaut ist. Oh, an dem müssen wir tatsächlich einiges machen. Der macht wohl ziemliche Motorprobleme, so wie es aussieht. Die Steuerung muss ausgewechselt werden, die Motorsteuerung, also finde und repariere alle Motorprobleme. Oh, da ist einiges dabei, Leute. Ansaugstutzen, Kolben mit Pleuelstange, oh, Kurbelwellenlager, Deckel, Nockenwellen, Zahnrad, Ölfilter, Zahnriemen. Oh, Leute, das wird wohl ein ziemlich großer Auftrag sein. So, dann sehe ich auch schon den Ansaugstutzen. Der ist wohl, so ziemlich am Arsch. Und das legen wir jetzt gleich mal. Die Drosselklappe muss dafür erstmal runter. Dann können wir den Ansaugstutzen rausnehmen. Da haben wir noch ein paar Schrauben, die wir erstmal ablösen müssen. Wie immer. So, zack. Da ist noch eine. Alles klar. So, das war der Ansaugstutzen. Dann war noch, glaube ich, Luftfilter, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ölfilter. Okay, dann haben wir noch den Zahnriemen. Da sollte man dann das Steuergehäuse rausnehmen. Oh, da sehen wir auch schon den Riemenspanner, der ist auch am Arsch. Den können wir direkt mal runternehmen. Riemenspanner, oh. Und dann haben wir hier noch die Wasserpumpe. Die Wasserpumpe gehört zur Motorsteuerung, deswegen ist die in dieser Liste nicht mehr drin. Die ist hier drin. Wasserpumpe, Zahnriemen, Riemenspanner. Riemenspanner war ja auch in der ersten drin. So, dann muss ich erstmal diesen Riemen runter machen. Dann kann ich diesen Riemen runter machen und dann kann ich tatsächlich die Wasserpumpe rausmachen. Zack, zack. Das Steuergehäuse muss ich runter machen. Von dem her kann hier auch gleich mal alles runter. So, komme ich denn jetzt dran? So wie es aussieht, ja. So, dann haben wir hier den Zahnriemen. Den können wir direkt runternehmen. So, dann war noch ein Nockenwellenzahnrad. Da ist er auch schon. So, dann können wir auch gleich runternehmen. So, was war denn noch? Zahnriemen, Wasserpumpe, Riemenspanner haben wir alles runter. Ansaugstutzen haben wir. Zahnriemen haben wir. Kurbelwellenlagerdeckel. Kurbelwellenlagerdeckel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür das Getriebe rausmachen müssen. Ich weiß es nicht. Wir müssen aber den. Ja, bis zum Motorblock. Das heißt, Ventildeckel und Zylinderkopf müssen runter. Denke ich mal. Ich vermute es einfach mal, da wir nämlich an die Pleuelen müssen. So, Ventildeckel. So.
So, ich muss noch mal ganz kurz gucken, nicht, dass sie durcheinander kommen. Kolben mit Pleuelstange. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Kurbelwellenlagerdeckel ist, aber ich vermute tatsächlich, dass wir dafür dann das Getriebe vielleicht runter machen müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. So, ich vermute jetzt auch, dass wir, ups. Was heißt, ich vermute mal. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch den Zylinderkopf runter machen müssen. Da wir ja an den Kolben mit Pleuelstange müssen. So, meine Fresse, da müssen wir noch einiges auseinandernehmen, du. So, der Abgaskrümmer muss tatsächlich auch runter. So, das hier wird wieder ein ziemlich dickes Geschäft, möchte ich meinen. Ach, Turbolader. Oh, wir haben hier einen Turbolader. Voll übersehen irgendwie, beziehungsweise wegen der Abdeckung gar nicht gesehen. Bin jetzt davon auch gar nicht ausgegangen, dass wir hier einen Turbomotor drin haben. Warum eigentlich nicht? Ist doch ein relativ modernes Auto. Sieht zumindest so aus. Und heutzutage hat ja fast jedes Auto einen Turbolader drin. Fast. Ich sag nur fast. So. Zylinderkopf raus. Zack. So, und hier sehen wir auch tatsächlich schon, Kolben mit Bleustange? Kolben. Sag mal, haben die... Oder komme ich da gerade jetzt gerade... Oder jetzt bin ich... verwirrt. Ach, Moment mal. Also ich sehe jetzt zumindest hier Ach doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich kann da irgendwie nicht drauf klicken, aber da ist ja der Kolben mit Pleuelstange. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, die haben den einen Kolben rausgenommen. Was muss ich dafür entfernen? Ach, die Ölwanne. Ich muss also von unten ran. Alles klar. Ja, anders bekomme ich, glaube ich, den Pleuel nicht raus. Außer von unten. Dann war jetzt die Arbeit, glaube ich, gerade tatsächlich umsonst mit dem Zylinderkopf. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, die Ölwanne jetzt erstmal runter. Eigentlich sollte man jetzt erstmal das Öl rauslassen, aber ich glaube, das ist in diesem Spiel tatsächlich gar nicht mal so wichtig, wie wir sehen. So, hier haben wir jetzt, den Kolben mit der Pleuelstange. Jetzt kann ich... Wieso kann ich denn jetzt wieder nur aus dem Motorraum? Stand da nicht gerade, ich muss von unten rum? Oder musste ich nur die Ölwanne jetzt runter machen und komme jetzt irgendwie dran durch Zauberhand? Scheiße, jetzt hätte ich aber auch gleich den Ölfilter rausmachen können, ich Idiot. Scheiße, den habe ich jetzt vergessen. So. Jetzt, okay, jetzt kann ich tatsächlich dran. Wie sieht's aus mit dem Pleuel? Oder habe ich gerade mitsamt dem Pleuel den Kolben rausgenommen? Tatsächlich, mit Pleuelstange, alles klar. Erstmal schließen. Noch nicht verkaufen, weil ich noch nicht weiß, ob ich dann alles gleich habe. Ich glaube nur noch, das fehlt uns tatsächlich. Und der Ölfilter. So, Kurbelwellenlagerdeckel. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was, wo, wie, was, wo, wie, was, wo, was ist, ne? ich denke tatsächlich, dass wir dafür... nein, müssen wir nicht. Da ist er ja. Okay, das ist also mit Deckel gemeint. Ich weiß nicht, ob es in echt auch Kurbelwellendeckelbumsdings, Deckeldingsbums heißt. Weiß ich nicht. Wie heißt das richtig? Kurbelwellenlagerdeckel. Kann sein, dass es so in echt heißt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich konnte mir jetzt darunter nichts vorstellen. Das war jetzt tatsächlich Neuland für mich. So, und den Ölfilter nicht vergessen. So, und dann müssten wir tatsächlich schon alles auseinandergenommen haben. Ich werde jetzt nochmal nachgucken. So, Ansaugstutzen haben wir raus, Kolben mit Pleuelstange haben wir raus, Kurbelwellenlagerdeckel haben wir raus, Nockenwellenzahnrad haben wir raus, Ölfilter haben wir raus, Zahnriemen haben wir raus, Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen haben wir raus. Warum steht hier zweimal Zahnriemen? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist doch ein Vierzylinder, oder? Das ist ein Vierzylinder. Kurbelwelle. Ich denke nicht, dass wir noch einen Zahnriemen haben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, wenn wir den Zahnriemen wechseln, ob wir dadurch gleich die zwei Punkte abgehackt bekommen. Ich weiß es nämlich nicht. So. Wir brauchen diesen Zahnriemen hier.
Ja, wir haben nämlich, das ist jetzt eigentlich ziemlich einfach zu unterscheiden. Und zwar ist das hier ein Zahnriemen für eine Nockenwelle. Und das hier ist ein Zahnriemen für eine Doppelnockenwelle. Und wir haben hier zwei Nockenwellen. Das nennt man dann auch DOHC, also Double Overhead Camshaft. Dafür steht immer das DOHC. Wir haben zwei Nockenwellen. Ich kann den Zahnriemen jetzt noch gar nicht draufsetzen, ich Idiot. Der Ventildeckel ist ja noch gar nicht drauf. Beziehungsweise der Zylinderkopf mit den Nockenwellen. So. Okay, Zahnriemen. Dann können wir ja gleich mal den Ölfilter kaufen. Wir brauchen, glaube ich, den normalen Ölfilter. Wenn nicht, dann kaufen wir gleich nochmal einen anderen. Aber ich glaube schon, weil V8 I6 haben wir nicht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Riemenspanner. Da ist er. Riemenspanner. Dann brauchen wir einen Nockenwellenzahnrad, glaube ich. Warum habe ich Wallen geschrieben? Nockenwellenzahnrad I6. Seht ihr, hier haben wir es zum Beispiel. Das hier ist ein Nockenwellenzahnrad für einen rein Vierzylinder Single Overhead Camshaft. Und das hier ist für den normalen Double Overhead Camshaft. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Kolben mit Pleuelstange. Zack. Das hier ist der eigentliche Kolben, das hier ist der Pleuel. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen neuen Ansaugstutzen. Ansaugstutzen. So, jetzt müsste ich erstmal gucken. Ich weiß jetzt nämlich nicht, Reihe 4DI oder Reihe 4MPI. Da kenne ich jetzt die Unterschiede gerade nicht. Das müsste ich mir jetzt mal angucken. Vielleicht erkenne ich die Unterschiede. Das war der Ansaugstutzen DI. Okay. DI. Wofür könnte das DI stehen? Für Diesel vielleicht? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Dieselmotoren überhaupt so einen Ansaugstutzen haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, mit Ansaugstutzen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wie gesagt, ich bin kein gelernter Kfzler oder sowas, ne? So, jetzt muss ich nochmal kurz ins Inventar gucken. Wir haben tatsächlich noch die Ventilschäfte und die anderen Teile vom Maluch hier liegen. Riemenspanner habe ich gekauft. Ansaugstutzen habe ich gekauft. Das Getriebe von Maluch haben wir tatsächlich auch noch. Eine Wasserpumpe bräuchte ich, eine neue. Wasserpumpe R4. Gibt es noch eine Wasserpumpe für den Reihen 6 Zylinder, für den V8 und für den V8 Overhead, VA, was auch immer, weiß ich noch nicht. Was brauchen wir denn noch? Habe ich gekauft, Zahnriemen habe ich gekauft. Das Kurbelwellenlagerdeckel brauchen wir noch. Kurbelwellenlagerdeckel, das habe ich jetzt... Ich hab's nicht. Nochmal. Kurbelwellenlagerdeckel. Ich hab's jetzt ausgeschrieben aus einem einzigen Grund. Ich will es mir nämlich merken können. Und es ist immer so, wenn man sich Sachen aufschreibt, dass man sie sich ein bisschen besser merken kann. So, habe ich gekauft. Ölfilter habe ich gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Ölfilter, da sind ja die neuen Teile gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt das? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es sind 8 Teile, die wir auszuwechseln haben. Und 8 Teile habe ich gekauft. Das heißt, wir müssten alles haben. So, wir fangen dann mal unterm Auto wieder an. Dann können wir auch gleich den Ölfilter wieder reinsetzen. Und das Kurbelwellenlagerdeckel-Gedöns. Ich finde, es ist ein schwieriges Wort irgendwie. So, Ölfilter rein. Dann den Deckel. Und ich glaube, das muss ich eh vom Motorraum. Genau. So. Ah, nein. Wobei, ich glaube, ich kann die Ölwanne eh erst wieder draufsetzen, wenn der Kolben wieder drin ist. So. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz hochfahren und die Ölwanne wieder unterbauen. Beziehungsweise dran bauen. Ja, manchmal ist das schon ein etwas größeres Geschäft hier. Vor allem, eigentlich betrete ich damit schon komplettes Neuland, weil ich habe noch nie in echt tatsächlich an echten Motoren gearbeitet. Alles nur so rein theoretisch und sowas.
Ich habe noch nie einen Motor auseinandergenommen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, von mir darf man jetzt hier nichts Großes erwarten an Erklärungen und so. Ich versuche es halt nur. Das habe ich im letzten Part aber auch schon angesprochen gehabt, dass ich mir da echt Mühe gebe. So, dann kommen die Nockenwellen wieder drauf. So, dann können wir auch die Zahn wieder ransetzen. Zahnräder wieder dran setzen. So. Zündkerzen rein. Die vergisst man nämlich manchmal gerne. Die sind nämlich etwas schwer zu sehen hier. Oh, zack. Zack. Und dann könnten wir, glaube ich, den Ventildeckel gleich wieder draufsetzen. Tatsächlich. So, wieder fest verschrauben. So, dann die Zündspulen. So, dann können wir auch gleich den Ansaugkrümmer, den Abgaskrümmer wieder dran setzen. Ansaugkrümmer. So, das gibt es gar nicht, glaube ich. So, dann können wir auch den Turbolader wieder dran schrauben. Funktion Turbolader und so erkläre ich dann, wenn wir mal tatsächlich, naja, was reparieren müssen, das hauptsächlich um Turbolader geht. Dort erkläre ich das dann mal. Hier ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich habe nämlich schon mehr als die Hälfte des Partes allein für diese Reparatur hier. Also von dem her, ja, machen wir das dann mal ein andern Mal. So, Steuergehäuse kann auch direkt wieder drauf. So. Tragrolle. Dann haben wir hier die Wasserpumpe. So, zack, dann kann den Riemen wieder drauf. Dann können wir den Riemenspanner draufsetzen. Dann kommt der. Ja, stimmt, hier. Wollte gerade sagen, wir hatten ja zwei Riemen. So. Hier ist es tatsächlich bei diesem Fahrzeug so, dass die Kurbelwelle auch die Lichtmaschine mit antreibt. Das ist ganz gut so. Wobei ich glaube, das ist tatsächlich bei fast jedem Auto so. Nur die direkte Verbindung zwischen Kurbelwelle. Ach nee, stimmt. Zahnriemen ist nur Steuer. Das ist nur ein Steuerriemen, der verbunden ist mit Kurbelwelle und Nockenwelle. Genau, wegen Motorsteuerung und so. Das steuert alles praktisch die Ventile. Nockenwelle. Also im Fährten. Wir gehen auf die Funktionsweise noch etwas tiefer rein, wenn wir mal auch wirklich nur so Nockenwellenteile und sowas reparieren. Dann gehe ich da eher drauf ein. So. Es sieht so aus, als hätten wir das jetzt tatsächlich fertig gemacht schon. Wollen wir mal gucken gehen, ob das jetzt tatsächlich abgeschlossen ist. So, hier haben wir abgehakt, 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 abgehakt. Wunderbar, dann können wir das Auto auch gleich rausschicken. So, wir bekommen 2117 Euro für diesen Auftrag. Sehr, 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 sehr schön. Und es ist tatsächlich Öl rausgegangen. Okay. Dann kann man hier gar keine Sauerei veranstalten, oder wie? Na gut, alles klar. Finde ich jetzt nicht übertrieben schlimm. Ich fände es aber schön, wenn man das auch irgendwie optisch noch gemacht hätte. So, Öl ist jetzt drinnen. Das sollte jetzt beendet sein. Motorhaube zu und dann raus. 2117 Euro warten auf uns. Bam. Naja, wirklich viel Erfahrung haben wir jetzt nicht gekriegt. Ich glaube, wir hatten vorher 1509 oder sowas. Naja, gut. Alles klar, dann machen wir jetzt mal im Rhino weiter. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was mit dem war. Hintere Achsschenkel A, Spurstange, Stabilisator, Koppelstange hinten und vordere Antriebswelle C. Okay. Das Auto hat wohl ein bisschen was abgekriegt. Vom Fahrwerk her. Also, jetzt hier bei dem Royal Crown, da war so einiges kaputt schon. Keine Ahnung, was der Typ mit dem Motor gemacht hat. So, die Antriebswelle. Ja, rein theoretisch. Ich wollte gerade sagen, was mache ich eigentlich? Ich muss eigentlich den Reifen runter machen und ich glaube sogar die Radnabe, wenn ich mich nicht irre, oder? Nö, ich kann die okay, dann kann ich sie so direkt rausmachen. So, und da sehe ich tatsächlich auch schon die Spurstange. Ach, erstmal Spurstangenkopf. So, dann können wir die Spurstange runter machen. So, und dann war hinten noch irgendwas kaputt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, jetzt vorne auf der anderen Seite war nichts mehr. Spurstangenstabilisator hinten. Ah, okay.
Hinten Achsschenkel A. Oh, da sehe ich es auch schon. Okay, wo haben wir... Was war das nochmal? Koppelstange hinten. So, wollen wir mal gucken auf die Koppelstangen. Die Koppelstange sieht noch gut aus. Okay, hier ist die Koppelstange am Arsch. Machen wir erstmal den Reifen runter. Wir sind Zaubermechaniker. Wir können die Reifen auch runter machen, ohne dass wir sie direkt angucken. So, wie bekommen wir jetzt die Achsschenkel runter? Ich muss dafür tatsächlich die komplette Feder und den Querlenker runter machen. Naja, was sage ich? Feder, das ist ein Stoßdämpfer. Die Feder sitzt ja hier. So, Koppelstange kann ich, glaube ich, direkt so lösen. Diesen Querlenker muss ich auch runter machen, so wie es aussieht. Und, ich sollte mir das vielleicht von dieser Seite angucken. Okay, dieser Querlenker auch. Lagerbuchse erstmal raus. So, dann kann ich nämlich diesen Querlenker abschrauben und dann direkt nicht. So, was liegt mir noch im Weg? Oh, die Radnabe. Alles klar, also alles runter hier. Alles runter. Zack, Bremssättel, Bremsbeläge, Bremsscheibe. So, hintere Raddeckung. Dann die Radnabe, Dingsbums. Jetzt verwirre ich mich wieder, weil ich alles... Ich weiß nicht. Ich arbeite zu schnell und rede zu langsam. Okay, das hier muss ich auch runter machen. Also doch die Feder. Ach, erstmal Domlager runter. Dann die Feder, dann die Federhaube, dann dieser Querlenker. Hier muss die komplette Achse auseinandergenommen werden. So, die Lagerbuchse muss weg. Und dann geht auch das hier weg. Alles klar. So, tja, jetzt ist hier hinten an dieser Achse fast gar nichts mehr dran. Was brauche ich nochmal alles? Ich habe es schon vergessen. Oh, ich sollte vielleicht langsam mal die Teile verkaufen, ich Idiot. So, erstmal den Achsschenkel. Warum schreibe ich denn hier nie? Hallo? Jetzt. So, hinterer Achsschenkel A. Hinterer Achsschenkel A. Dann Stabilisator-Koppelstange hinten. Koppelstange hinten. Dann war, glaube ich, noch eine Spurstange im Arsch. Eine Spurstange. Und da war noch irgendwas. Ich habe es schon vergessen. Das haben wir gekauft. Spurstange haben wir gekauft. Ach, die Antriebswelle. Genau. Ach, jetzt gucke ich so. Das ist mir zu affig. Wobei das hier wahrscheinlich sogar noch länger dauert. Ach. Vordere Antriebswelle... A war es doch jetzt, ne? Nee. Vordere Antriebswelle C war es. C. War es C? Es war C. Es war C. Es war C. Gott sei Dank, es war C. Und nach diesem Auto werde ich aber die Teile verkaufen gehen, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich hier jetzt gleich. So, Antriebswelle drauf. So, zack. Dann kann ich auch wieder die Spurstange drauf machen. Und den Spurstangenkopf. So, und dann war es das schon wieder mit vorne. So, zack. Und dann können wir hinten wieder weiter an der Achse machen. Wir haben jetzt die neuen Teile, die wir brauchen. So, erstmal die Lagerbuchse, weil die vergisst man sehr, sehr schnell. Die sieht man ja auch nicht gleich. So, Radnabe natürlich wieder rein. So, dann möchte ich... Der Rest ist, glaube ich, egal. Den Rest dürfte ich eigentlich nicht vergessen. Den Rest sieht man, glaube ich, ganz gut. Die Koppelstange gleich, weil die ist das kleinste Teil, das jetzt noch drankommt. Dann machen wir den Stoßdämpfer drauf. Dann den oberen Querlenker. So, dann diesen Querlenker. Dann können wir die Federhaube draufsetzen. Die Feder, ups. Und das Domlager. Zack. Da fehlt noch der hintere Querlenker. Hallo? Ich komme nicht an die Schraube dran. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Okay. So, dann können wir die... Ich glaube, das Bremssystem wieder ansetzen.
So, dann den Reifen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, Leute. So, wollen wir mal gucken, ob alles gemacht ist. Sieht gut aus. Sieht super aus. Kann man das Auto runterlassen? Oh, ich bin doch schon wieder bei 25 Minuten. Meine Fresse, die Zeit vergeht aber hier bei diesem Spiel. Das ist echt der Wahnsinn. So, Auftrag abschließen. Oh, schon wieder der örtliche Bäcker, der hier rumhupt mit seinem Fahrzeug. So, Leute, wir werden jetzt nochmal ein, zwei Aufträge annehmen für den nächsten Part direkt. Maluch, finde und repariere alle Fahrwerkteile, Lenkung fühlt sich... Ja, annehmen. Maluch, Maluch, Maluch. Wobei, wisst ihr was? Ich mache jetzt direkt einen Cut. Oh, das ging sogar ziemlich schnell mit dem. Ich mache jetzt direkt einen Cut, weil dann müsst ihr die Ladezeit nämlich nicht gleich mit angucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, nähere Funktionen zu Nockenwelle, Turbolader und so weiter und so fort erzähle ich dann, wenn es nur mal um diese Teile auch geht. Das mit dem Royal Crown war mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, weil an dem echt ein bisschen viel zu machen war. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat und dass es euch gefällt. Und wir hören uns dann im nächsten Part gleich wieder. Macht's gut. Ciao. Oh, da klingelt auch schon das Telefon.